Ja, absolut. Stichwort Euphorie. In der dritten Liga stechen da ja derzeit der SFC Magdeburg und Dynamo Dresden natürlich heraus. In der Regionalliga ist es sicherlich der FC Carl Zeiss Jena. 7 Punkte nach 3 Ligaspielen, der Sensationssieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV. Und zuletzt der Last-Minute-Erfolg beim BFC Dynamo. Läuft super im Paradies und dort sollte es heute so weitergehen. Möglichst mit einem Erfolg gegen Viktoria Berlin. Andreas Mann. Ja, man pilgert wieder gerne ins Paradies, ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Aber warum eigentlich? Ich denke, dass der Trainer eine große Rolle spielt, dass es ihm gelungen ist, der Mannschaft auch wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Das hat man in manchen Spielen der letzten Jahre vermisst. Ich denke mal, die Stimmung in der Mannschaft ist extrem gut. Die Fans sind dabei. Das ist eine gute Stimmung immer, wenn du ins Stadion kommst. Auch bei den Auswärtsspielen, wenn ich so mal angucke, auch im Sport im Osten, die Fans sind dabei, die Stimmung passt. Alle sind gut drauf, man trinkt was, man isst eine Bratwurst und die Stimmung ist gut, also es macht Spaß. Bei dem Wetter sowieso. Ja, und er hat den Spaß nach Jena zurückgebracht, der 45-jährige Sohn türkischer Gastarbeiter Volkan Uluç. Noch ungeschlagen mit dem FC Carl Zeiss in dieser Saison, dazu im Pokal eine Runde weiter. Er macht zurzeit sehr viel richtig, weil er aber auch eine feste Stammelf hat. Auch heute wieder 11 Mann dabei, die fast bei jedem Spiel bislang in dieser Saison dabei waren. 10 Spieler standen in jedem Spiel in dieser Regionalliga-Spielzeit immer in der Anfangself. Heute ist auch Bär wieder rechtsaußen dabei. 3.574 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld bei hervorragenden äußerlichen Bedingungen. Und Jena beginnt schwungvoll. Kapitän Ecker, der gebürtige Jenenser. Jovanovic verpasst und im Rückraum nach ein bisschen Ping-Pong kommt Manfred Starke an den Ball. Dreifacher Nationalspieler Namibiens, unter der Woche mit dem Training ausgesetzt, nach Innenbanddehnung sich aber fit gemeldet. Immer noch Anfangsfahne. Jena mit richtig viel Dampf in den ersten Minuten. Eismann, der Innenverteidiger, scheitert da ziemlich frei per Flugkopfball am Pfosten. Der FC Carl Zeiss, die Mannschaft von Volkan Uluç, zeigt hier sofort, wo die Reise hingehen soll. Viktoria Berlin noch ohne Sieg und ohne Tor in dieser Spielzeit wird gehörig unter Druck gesetzt. Und dann kombinieren sie. Über die linke Seite ist es Bär, die Flanke ist perfekt. Jovanovic 1-0, Carl Zeiss, 12. Spielminute. Richtig feiner Fußball von Carl Zeiss Jena. Die Flanke mustergültig, was für Wikipedia. Und der Flugkopfball, genauso Velimir Jovanovic, 2. Saisontreffer für den 27-jährigen Serben. Volkan Uluç, so hatte er sich das vorgestellt. Die Automatismen, sie greifen spürbar, danach wird es aber auch spürbar ruppiger. Hier das Foulspiel von Pereira da Silva, Neuzugang. Der Brasilianer kam unter der Woche aus Norwegen und dann der Zusammenprall zwischen Gerlach und Stettin. Für alle geht's weiter, darunter leidet aber nicht nur die Gesundheit, sondern auch der Spielfluss. Erst nach einer guten halben Stunde wird es wieder flüssiger und zwar wieder Jena, wieder über links. Das ist Schlegel und dann gibt's eine schicke Flugeinlage. Maximilian Schlegel heißt vermutlich ab sofort nur noch Maximilian Schlingel. Denn wir werden gleich mal auf die Zeitlupe schauen. Es ist eine Bewerbung für die Vollschwalbe der Woche. Der Bursche jung. Naja, das wird sicherlich den ein oder anderen Euro in die Mannschaftskasse spülen. Schwalbe, gelbe Karte, alles richtig erkannt vom Unparteiischen. Kurz vor der Pause mal was von den Gästen aus Berlin-Lichterfelde. Abgefälschter Schuss und dann die Gelegenheit für Stettin. Ja, sie haben keinen Knipser. Die Mannschaft von Robert Jaspert, noch kein Tor. Man sieht an solchen Chancen. Warum? Zur Pause sieht's richtig gut aus für den FC Carl Zeiss Jena mit den 3 Punkten. 2. Durchgang im Abbe-Sportfeld. Viktoria wieder unter Druck gesetzt. Wieder mit dem Ballverlust und dann das schnelle Umschaltspiel beim Team von Volkan Uluç. Schlegel, der schickt Manfred Starke. Und was entscheiden Sie?
Richtig. Wieder Schiedsrichter. Elfmeter eigentlich schon auf den ersten Blick zu erkennen. Der brasilianische Neuzugang Joshua Marques Pereira da Silva. Zuletzt in Norwegen gespielt. Brasilianer, aber auch schon für die portugiesische U21 gekickt. Mit dem klaren Foulspiel gegen Manfred Starke. Die zweite Zeitlupe macht es nochmal ganz deutlich. Ziemlich dämliches Foul. Klare Sache, Strafstoß. Und das Duell Justin Merz, U21-Nationalspieler Irlands, gegen Velimir Jovanovic. Der Serbe schlägt den Iren zum zweiten Mal. Doppelpack Jovanovic. Klasse getreten. Torwart verladen. Souverän verwandelt. 2:0 für Jena. Der FC Carl Zeiss kontrolliert die Partie. Es ist ein souveräner, nicht sehr glanzvoller, aber doch ansprechender Auftritt mit mitunter feinen Kombinationen. Das Pressing hat sich ja bewährt. Und da gibt es die Gelegenheit für Manni Starke, auch für seinen Treffer. Der Ball im Tor, aber Sie sehen es an der Reaktion. Er zählt nicht. Manfred Starke soll im Abseits gestanden haben, sagt zumindest Dirk Meister, der Linienrichter. Und er hat völlig recht. Schauen Sie mal auf die virtuelle Linie. Den 16er Starke, den kleinen Tick zu weit vorne. Korrekte Entscheidung. Viel Präzision, wie einst von Sven Fischer beim Biathlon. Volkan Uluc konnte mittlerweile völlig entspannt auf seinem Medizinköfferchen sitzen. Jena hatte die Begegnung voll und ganz im Griff. Und es gibt noch eine Torchance für Velimir Jovanovic zum Dreierpack. Er lässt sie liegen. Hätte er durchaus direkt nehmen können. Nach Flanke vom eingewechselten Mergim Vojvoda. Ein bisschen zu zögerlich. Aber am Ende bleibt es beim 2:0. Souveräner 2:0 Heimsieg. André Berthold mit dem Stimm zum Spiel. Den Fans macht es sichtlich Spaß, Carl Zeiss Jena zuzugucken. Ihnen auch? Ja, ich denke, erstmal schönen Dank an die Fans. Auch wieder eine tolle Unterstützung. Und wir versuchen das natürlich in Zusammenarbeit mit der Mannschaft auch den Fans zurückzugeben. Und es war eine hart umkämpfte Partie. Wir haben das heute taktisch sehr clever gemacht. Auch die Geduld bewiesen und im Endeffekt zu Null gespielt, 3 Punkte zu Hause behalten. Da ist man natürlich glücklich. Die Kommunikation zwischen Trainer, Spieler, Mitspieler, es passt hervorragend. Jeder hilft dem anderen. Und ja, das zeichnet uns bislang ganz gut aus. In der Liga ungeschlagen, Pokal weiter. Wann hattet ihr das letzte Mal schlechte Laune hier im Jena-Paradies? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Nächste Frage. Nö, eigentlich ist alles geklärt. Velimir Jovanovic, der FC Carl Zeiss Jena, bleibt dem FSV Zwickau beharrlich auf den Fersen. Da ist richtig was zusammengewachsen im Paradies. Am Mittwoch geht's weiter beim Auswärtsspiel in Meuselwitz. Mal schauen, ob die schlechte Laune da vielleicht zurückkommt. Tom? Ja, wollte schon sagen, schlechte Laune. Was ist das denn in Jena? Sieht aber ganz so aus, als ob sich eben Jena zum ärgsten Konkurrenten des großen Liga-Favoriten Zwickau entwickelt hat. Ein Ergebnis gibt es noch von heute aus der Regionalliga Nordost, der Aufsteiger FC Schönberg. Und da liegt dem BFC Dynamo mit 2:3. Wir gucken auf die Tabelle. In Zwickau steht also die Null hinten, 12:0 Tore, 12:0 Punkte, 2 Punkte zurück. Jena, es läuft weiter prächtig also unter dem neuen Trainer Volkan Uluc. Überraschender ist sicherlich der 4. Rang von Neuling, Oberlausitz-Neugersdorf. 2 Siege, 2 Remis, bärenstark bis hierhin. Nordhausen macht einen großen Sprung von 11 auf 5 an diesem Wochenende. Die 2. von RB Leipzig rutschte ab von 10 auf 12 im 2. Teil der Tabelle. Auerbach verbesserte sich um 3 Plätze, Bautzen. Ja, weiterhin noch ohne Sieg, wie auch Halberstadt. Und Luckenwalde hat jetzt die rote Laterne von Meuselwitz übernommen. Meine Musik.